Die Viktoria weiter ganz ruhig im Handling des Balls. Sehr präzise im Vortrag. Und Robin Meister, der Ausgleich. Ganz trocken abgezogen gegen die Laufrichtung von Torwart und von seinem direkten Gegenspieler Melitschenko. Das ist wirklich großartig gemacht. 22 Minuten, 1-1, alles wieder offen. Aber jetzt hat ganz klar die Viktoria das Momentum, das Spielgeschehen auf seiner Seite und im Griff. Dresden, seltsam passiv, steht hinten drin, viel zu tief, lässt die Kölner agieren und spielen. Meister, 2-1. Robin Meister vom HSV hierher gekommen zur Viktoria. Genau der Zielstürmer, den sie hier gesucht haben. Olaf Jansen hatte ihn lange schon auf dem Zettel. Wenig gespielt, aber das macht er hier wirklich großartig. Kurz vor der Pause diese wirklich atemberaubende Angriffssituation, die die Kölner nutzen. Markus Anfang, ja, was willst du da machen? Die Kölner, die haben in der Hinserie alle Zweitliga-Absteiger Ingolstadt, Aue und Dresden besiegen können. Befreien sich nach gut 10 Minuten erstmal spürbar aus dem Dauerdruck. Meißner mit dem Stimmungskiller. 1:0 für die Viktoria nach 12 Minuten. Für Robin Meißner ist es das 6. Saisontor. Vorarbeit kam von Sontheimer. Meißner hatte übrigens im Hinspiel beim 2:1 beide Treffer erzielt.